Und wir kommen gleich zum nächsten Kunden, oder? Mal kurz hier umschauen, denn sind noch einige Saves, aber so viel Spannendes, glaube ich, gibt es hier im Laden nicht mehr zu sehen. Deswegen, nee. Machen wir aber direkt weiter mit dem nächsten Kunden. Den Laden hier finde ich auf jeden Fall cool. Also hier gibt es auch echt coole Aufgaben zu tun. Ein Taxi ist diesmal angesagt. Mit dem Herrn Taxifahrer. Okay. Hello, human. I'm required by law to do emissions test on my vehicle. Get it done, so I can get out of this dump. Thank you. Okay, Lifter-Car, wir sollen das Auto wieder nach hinten drehen. Müssen auch wieder irgendwelche... This looks like a lot of work. Let's see if we can figure out a shortcut. Check my stash, see if there's anything in there, girls. Okay, diesmal sollen wir die Banane reintun, um das hier... That'll do it. Nothing coming out of the tailpipe, no problem, right? Wer braucht schon einen Luftfilter, wenn wir Bananen haben? So. Well, this car is looking a lot more appealing. My work here is done. Das sieht nicht gut aus. Cars were driven by humans. Drivers would use air fresheners to improve the breathing quality of the air within the vehicle. Ah ja, also diesmal sollen wir jetzt noch hier ein bisschen noch irgendwie was Schönes reintun mit, damit wir sollen wir noch was reinhängen, damit das nicht ganz so stinkt in der Karre. Ich glaube, wir müssen aber dann eher nach hinten, oder? Ja, ja, genau so, oder? Ja, falsche Seite, wahrscheinlich eher die Seite müssen wir wahrscheinlich eher haben, damit wir das reinhängen können. So, eine Banane sollen wir da auch noch reinhängen. Ach, da komme ich nicht hin von der Seite. Ja, wir müssen das so machen, oder? Ja, so komme ich, glaube ich, hin. Ja, so sollte es gehen. So, einmal da rein. Nein. Nimm das doch da rein. Wir können auch übrigens immer noch Auto fahren. Was hat der für eine Hupe? Oh, wir können Gas geben. Nee, können wir nicht. Schade. Ich glaube, ich tue aber noch eine... Weil wir gerade hier dem so schöne viele Bananen da dran gemacht haben, würde ich gerade nochmal vorne auch nochmal so eine... Ups. Das ist bei Gifts. War das bei Gifts, die Bananen? Ich habe es noch nicht ganz raus, wo die einzelnen Sachen sind. Ne, das war bei Stash, glaube ich, war die Banane, oder? Ja, genau, da war die Banane. Machen wir nochmal eine Banane vorne drauf, wenn wir hier eh schon das Taxi haben mit der Banane. Dann passt es doch auf jeden Fall gut, denke ich, so eine Banane vorne nochmal mit drauf zu haben. So, Mini-Banane. Wunderschön, wunderschön. Linke Front sollen wir aber eigentlich. So. Linke Front sind wir. Aber wir sollen jetzt erst das Bananending dranhängen. Okay. Ist aber gar nicht so einfach, da stehen wir uns eigentlich eher selber im Weg. Achso, wir können da durchgreifen durch die geschlossene Tür. Praktisch. Na gut. Wir waren wieder zu schnell. Kann man da oben eigentlich draufdrücken oder so? Ne, kann man nicht. Okay, jetzt das sollen wir die Karre wieder runterlassen. Machen wir. Wünschen eine gute Fahrt. Ach, das ist da unten. Das schwebt so, das Auto. Das ist gar nicht mechanisch alles. Okay. Rechnung gibt's für dich natürlich auch. Tut uns leid. Ohne Rechnung geht gar nichts. Schnäppchen für dich nur $2,190. Bitteschön. Viel Spaß damit. So, does this mean I passed? Well, I did my part. Catch you later, human. Da kommst du bestimmt mit dem TÜV durch. Also da habe ich überhaupt keine Zweifel. Das funktioniert bestimmt prima. Oh mein Gott, hoffentlich muss ich niemals mit diesem Taxi fahren. So, es gibt neue Aufgaben. Hui! Was haben eigentlich die Dosen hier? Weiß nicht, für was wir die Dosen haben. Ugh, I'm just having the worst day ever. My tires are shot and I need some replacements. So, die will, dass wir ihre Räder austauschen. Also runter zu den. Ups. Tires. Oh, da haben wir aber auch eine schöne Aussicht. Also, wir brauchen auf jeden Fall diese. Die sehen geil aus. So, erstmal sollen wir das Ganze hier nach links verschieben. Linke Front. Oh, die schauen doch richtig übel aus hier, die Räder. Die können wir nicht mehr verwenden. Die müssen leider weg. Ah, fast getroffen. Dafür gibt es jetzt Burgerräder. Die Burgerräder. Ach nee, das sind Donuträder. Ach, wie geil. Oh mein Gott, Donuträder. Oder wir machen vier verschiedene Räder. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Genau, du kriegst vier verschiedene Räder. So, die alten kommen weg. Die wurden leider jetzt zerschossen. Wobei auch immer. Das ist halt gefährlich hier in der Stadt. Zwischendurch können wir die Karre auch noch in... Ja, machen wir so ein dunkelblau vielleicht. So, schaut doch ganz schön aus. Können wir die Karre auch noch, wenn wir schon dabei sind, auch färben. In der Zeit drehen wir sie dann noch. So, das ist praktisch. Das geht alles gleichzeitig hier. Was ist das da? Stein. Oh, Steinräder sind auch gut. Ist bestimmt schön laut am Ende. Na, jetzt nimm doch das Rad. So. Weg damit. Nein! Ist doch genau dahin getan. Ist auch praktisch, dass die sich selber aufpumpen, die Reifen. Und da, ach, die sind schon geflickt hier. Das ist gar kein Stein. Da waren die Steinräder. Ich will das Steinrad. Oh, nimm doch das Steinrad. Mensch, so schwer kann das doch nicht sein, das Rad da dran zu... Wieso machst du das Rad da nicht dran machen? Ey! Kann doch... Ja. Manchmal, vielleicht habe ich es falsch rum gemacht. Ne, eigentlich gehört das doch so rum oder ran, oder? Oder könnte... Ja, eigentlich müsste es reingeschraubt werden, so rum. Entschuldigung, ich habe es falsch reingemacht. Na gut. Hauptsache man erkennt es irgendwann noch seinen Fehler. Das ist immer das Wichtigste. So, das letzte Rad müssen wir auch noch dran machen. Was haben wir denn hier noch zur Auswahl? Oh, viereckiges Rad. Damit fährst du bestimmt auch prima.
So, Reifen sind fertig. Did you put a spare tire in the back of my truck, so I'm a little more prepared? So, auf die Rückseite sollen wir auch nochmal, da sollen wir auch nochmal irgendwas machen. Ah, ein Ersatzrad, Spare Tire, klar, hat sie auch gesagt. Was gibt's als Ersatz noch? Was gibt's denn als Ersatz noch dazu? Ein Holzrad. Na, ein Holzrad ist doch ein prima Ersatz, denke ich, oder? Things are looking a bit better, but I spilled my slushy on the way over here. Could you fill it up for me? Slushy, before nutritional implants, humans also needed fluid from time to time. Oh. Wir sollen hier ein Slushy neu machen. Oh, oh, das wäre eine schöne Kombination. So ein bisschen hier, na, ein bisschen scharfe Soße können wir immer gebrauchen. Dann dieses ultra gesunde Energy-Zeug, diesmal ein bisschen in grün da. In grün schaut es auf jeden Fall gut aus. Nein! Oh, das blöde Ding einfach um. So, müssen wir wieder von vorne anfangen. Ja, ein bisschen ist schon drin, das ist gut. Da kommt hier noch ein bisschen scharfes Zeug rein, kannst du auch auf jeden Fall gebrauchen. Dann hier, ach, den muss man gar nicht aufmachen, oder? Der ist schon offen, ja. So, hier noch ein bisschen Kühlflüssigkeit, damit das noch ein bisschen blaue Farbe bekommt. Ein Tick Benzin muss leider auch immer sein, damit schmeckt es dann noch besser. Und auch noch Öl, weil ohne Öl geht gar nichts. So, sieht doch lecker aus, oder? Magst du? Thanks, human. Maybe this day is gonna turn around for me after all. Anyway, drop my car down when you're done and let me see the damage. Wir sollen die Karre wieder runterlassen. Sie hat heute den schlechtesten Tag und ich glaube, wir haben dafür gesorgt, dass der Tag noch schlechter wurde. Das tut mir fast schon ein bisschen leid. Und auch noch $3,026 für dich. Es tut mir leid. Oh, this is nothing compared to my student loans. Thanks for getting me back on the road. Okay. Keine Probleme anscheinend noch zu zahlen. Wunderbar. Na dann, gute Reise. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder, denn dann machen wir wieder ein gutes Chef. So, nächstes Auto würde ich sagen. Los geht's. Ich bin bereit. Shops like this would be hesitant to question a customer's needs. Du schon wieder. Dich sehen wir aber auch immer. Wobei, im Restaurant warst du nicht. Hey, human! I need an emergency paint job! I suddenly decided I hate the color of this car. Totally normal thing to do. I'm not on the run or anything. Nein. Just fuck whatever they want, human. It's not our concern. Okay. Machen wir eben wieder irgendwas total Unauffälliges. Vielleicht so ein Gelb oder so ein Grün hatten wir schon mal. Ja, vielleicht so ein Orange, oder? Müllabfuhr Orange. Schauen wir, ob wir das hinkriegen. So, ne, ein Tick noch nach da, das Orange. Ja, so. Ja, so ein bisschen Gelb. So ein Orange ist doch schön. Also, wir sollen jetzt hier den, wir sollen den hier richtig schön Farbe verpassen. Ein schönes Orange. Wir sind hier der Pay and Spray, weil das ist ja der Gangster. Also, wir spielen, sind eigentlich der Pay and Spray aus die GTA. I can really use some more gas too, if you wanna fill it up. I've been on the run. I mean, I've been having fun. Fun ride. Just put some gas in, please. Okay, Benzin hat er auch keins mehr, weil er natürlich auf der Flucht gerade ist. Natürlich, weil er dabei ist, Spaß zu haben, meint er. So, ich glaube, wir müssen es aber auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, genau da ist der Tank. Na dann, hauen wir mal Tank rein. Hauen wir mal was in den Tank rein. Ah, jetzt geht er auch auf. Wunderbar. Nee, Gas bestimmt nicht, das ist viel zu einfach. Die scharfe Soße ist, glaube ich, eher das Mittel der Wahl, oder? Oh, sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich werde die Frage, ob man das kombinieren kann. Vielleicht noch ein bisschen Öl damit reintun. Da kommt da hinten was Schwarzes raus. Sieht auch nicht schlecht aus, aber... Oder noch so ein bisschen Anti-Freezer hier. Aber am besten fand ich... Great, let's wrap this up by giving me a new license plate. Yeah, just to really drive home that unique new look. Genau, das Blau sieht auf jeden Fall cool aus. Jetzt will er natürlich noch ein neues Nummernschild, damit die Polizei ihn auch nicht findet, unseren Freund hier. So, ich kann aber nicht bei Nummernschildern nicht waschen. 1-2 wieder gerutscht. So, was kriegst du denn? Haben wir nicht irgendwie too fast for you? Das passt gut für ihn, das passt für ihn. Zu schnell für uns auf jeden Fall. Just finish up whatever you're doing and drop the car so I can flee. I mean, leave normally. Ja, ganz unauffällig. Sollen wir noch irgendwas vorne drauf machen? Haben wir noch irgendwie Geschenk oder sowas? Eine Discoscheibe oder sowas? Hier, sowas hier. Das könnten wir ihm doch vorne drauf machen, das sieht bestimmt super aus. Damit die Leute auch wissen, dass er bei uns war, weil bei uns gibt es immer so schöne Sachen oben drauf. Ja, nicht immer, aber öfters mal. Können ihn auch total langsam machen. Ja, sieht ja fast aus wie ein Mercedes-Stern. Nur ohne Stern und in rund. Aber egal, so, runter mit dir. Viel Erfolg auf der Flucht okay, und so. Okay, just give me the bill. You know I've got the cheddar. Er hat natürlich den Schotter bzw. den Käse, um hier alles zu bezahlen. 2379 schuldest du uns. Und wir, du zahlst nicht. You never saw me, alright? Wir haben dich nie gesehen. Nein. Dieses Blitzdings aus Man in Black ist funktioniert. Wir haben dich nie gesehen. War gerade jemand da? Ich kann mich gar nicht erinnern. Das letzte Auto? Nee. Aber da war niemand da. Ich glaube, wir machen vollständig mal auf und holen uns endlich mal den Kunden, nachdem wir gerade eben ja kein Auto hatten. Sieht doch fast aus wie das Batmobil. Schick. Also wie ein altes Batmobil. Wer bist du? Hey, human. I'm participating in a car show tonight and I want to look my best.
think you can give my car a looking at? Oh, er will sein Auto verschönern. Oh, sein Auto will er verschönern und da kommt er zu uns. Na, wenn das nicht mal ein Fehler ist. So, hier können wir die Lampen vorne erstmal die Farbe ändern, würde ich sagen. Give me the best brights you got. Sollen wir ein bisschen grün machen? Hey, now that's a cool tint. Das Grün passt eigentlich ganz gut sogar dazu. Schade, dass wir nicht hier schwarz machen können, das Auto. Das wäre cool, aber schwarze Farbe haben wir leider nicht. Warum auch immer. Drehen wir ihn mal. Wir müssen da hinten soll natürlich auch grünes Zeug rauskommen. Deswegen gehen wir mal, ich glaube, rechts hinten. Ich mach's mal falsch rum. Links hinten ist, glaube ich, der Tank. Ja, links hinten ist der Tank. Drehen wir es nochmal nach links hinten und tun nochmal was Schönes in den Tank reinfüllen, nämlich mit grünes Zeug. Oh, da hat sogar zwei Auspuffe hinten. Das sieht natürlich cool aus. Wenn da grünes Zeug rauskommt, glaube ich, das könnte ganz cool werden. Oh, ja. The service here is great. I can see you're busy, so just drop the car when you're finished with it, alright? Na, noch bin ich ja nicht fertig, mein Freund. Also ist alles Zeit ist Geld, mein Freund, und noch läuft die Zeit. Hm, vielleicht noch irgend so ein Duftbäumchen ihm reinhängen. War das bei... Das war bei Decor. Da waren unsere Duftbäumchen. Hm, ach, das passt doch eigentlich ganz gut hier dazu. So, so ein schöner nice. Würfel. Looks and smells fresh. Das dachte ich mir auch, dass ihr das gefällt. Hupen wir mal nochmal. Hupen ist immer wichtig. Ach, wir können hier sogar aufmachen. Ah, okay. Boah, Gas geben. Jawoll, das klingt doch gut, oder? Nochmal. Okay, scheint noch zu funktionieren, der Wagen. Wir haben ihn nicht mal geschrottet. Wir haben keinen Zucker oder sowas in die Reifen irgendwas reingemacht oder so. Dann sollen wir nochmal andere Reifen geben vielleicht. Ach komm, wir geben nochmal ein paar andere Reifen. Ein paar lila Reifen, die passen doch perfekt dazu, oder? Weil das sind ja so... New tires. Okay, give me something fresh. Solche Reifen kann ja jeder haben, aber der soll ja was Besonderes bekommen, unser Freund hier. Ja, die lila Reifen, die reißen es raus, die lila Reifen, auf jeden Fall. Außerdem ist es ja, wie gesagt, jede Sekunde, die ihr hier verbringt, bringt uns Geld, von daher alles gut. Ja, aber jetzt komplett in lila, die lila Reifen dazu. Ja, hier Autotune, das ist hier eigentlich Need for Speed, Underground 2 oder Pimp My Ride oder was weiß ich, könnt ihr euch aussuchen. Na, eigentlich ist es hier eher so Pimp My Ride. Wobei die Karre hier eigentlich schon vorher gut aussah. Das war eher so das Schrottauto, was wir vorhin mal hatten, wo wir so ein bisschen Pimp My Ride machen mussten. So, ich glaube, jetzt passt das doch. Schade, dass wir die Sitze nicht färben können. Das wäre natürlich noch cooler gewesen, wenn wir hier die Sitze färben könnten. Ist eigentlich was im Handschuhfach drin? Ah, ein Handschuh ist im Handschuhfach. Deswegen heißt das Handschuhfach ja auch Handschuhfach. Oh, ich habe was gefunden. Ich habe, glaube ich, eine Trophäe bekommen dafür, dass ich den Handschuh gefunden habe. Den Handschuh, den tun wir ihm vorne drauf machen, glaube ich, als... Ja, genau, den machen wir hier vorne drauf. Einmal an die Front nochmal kurz gehen. Dann hat er nämlich vorne den Handschuh drauf, das ist, glaube ich, cool. So ein Mini-Handschuh, das ist geil, oder? Schön, schön, das gefällt mir. So, jetzt können wir nochmal auch wirklich runterlassen. Den haben wir gar nicht mal so verschandelt, hey, den Wagen. You did a pretty good job with this. Just hand me the bill and I'm out of here. Gut, Rechnung ist bereit. Viel Spaß damit. Alright, human. See you again sometime. Viel Spaß bei deiner Carshow. Ich weiß nicht, wie viel es gekostet hat, aber günstig war es, glaube ich, auch nicht gerade eben. Wir haben uns auch bei ihm ein bisschen Zeit gelassen, aber dafür hat er ja auch sein schönes Auto bekommen. There's a big race going on today, and I've decided to sponsor it. We're guaranteed to make lots of money off this. We just need some advertising. Okay, heute... This is the sign we're gonna put out. Start by hanging some decorations on the sides there. Use anything, whatever looks good. Okay, also heute ist ein großes Rennen, deswegen müssen wir hier Werbung machen und sollen hier irgendwelche Sachen dranhängen an dieses Werbedingens hier. Was hängen wir da noch dran? Bot Vegas ist doch immer gut. Bot Vegas. Oh Mann. Nummernschilder, nee, glaube ich, sind keine so coolen. Ist aber noch ein Geschenken oder sowas, was wir da dranhängen können. Donut ist immer eine gute Wahl, deswegen hängen wir hier noch einen Donut dran. Und eine Sache müssen wir auch noch dranhängen. Vielleicht noch irgendeine Flüssigkeit oder sowas. Dieses Energy-Zeug dafür haben wir schon mal im anderen Laden Werbung gemacht. Ach komm, hängen wir das hier dran. Perfekt, oder? Also, wunderbar. Okay, jetzt sollen wir... Oh Gott, wir sollen... Paintbrush? Wo ist denn bitte schön ein Pinsel hier? Ah, da ist der Pinsel. Oh, ich bin Picasso. Was machen wir? Was machen wir denn dahin? Können wir versuchen, das Drachenbursche-Logo zu malen? Oh Gott, wie ist denn das? Das geht so rum. Ah... Nee, ich glaube, das Drachenbursche-Logo, kann man da überhaupt gescheit malen? Nee, da kann man überhaupt nicht gescheit malen. Können hier so ein Karo-Muster könnten wir malen. Oder ich weiß nicht genau, ich weiß noch nicht ganz genau, was es wird. Das ist ein roter Baum, ist das. Das ist der rote Blutbaum. Was auch immer. Hey, wo ist mein Pinsel hin? Na, ich habe meinen Pinsel fallen lassen. Können wir nicht hier auch mit unseren Händen einfach malen? Unsere Hände uns irgendwie so gelb anmalen und dann da rein? Nein. Och, Mann, oh. Gemeinheit. Schade, dabei haben wir es doch so schön gemacht.
Ja, hilft ja nix. That looks good enough. Out it goes. Now we just sit back and wait for the customers to come swarming in. Also, wenn die Leute da nicht reinkommen, wenn sie die Werbung sehen, wenn sie da nicht in unseren Laden reinkommen, dann weiß ich aber auch nicht weiter. Aber ich finde schön, dass es noch ein bisschen Abwechslung gibt, dass wir nicht nur Autos die ganze Zeit machen, sondern dass zwischendurch auch noch mal was anderes kommt. So, aber jetzt tippe ich mal, kommt wieder ein Auto, oder? Ja, der Space Cowboy mit Arrow 404 ist da. Okay, so I was racing, super fast as usual, and out of nowhere, there's all this oil and debris, and I spun out, and my car's all messed up now, so what's the deal? Can you help me or what? Hurry up, come on! Okay, okay, das ist der Rennbot, der braucht neue Reifen, die soll er natürlich bekommen. So, wo sollen wir sie hinpacken, die neuen Reifen? Okay, der hat anscheinend seine Reifen auch schon wieder zu Schrott gefahren hier, der Kerl. Den kriegt er jetzt Holzreifen, also Holzreifen, ich glaube, damit gewinnt er auf jeden Fall jedes Rennen. Das ist hier umweltfreundlicher Holzreifen, da kann er hier noch was den anderen voraus haben, seinen Kollegen. Naja, da rutscht man auch bestimmt nicht mit unseren Holzreifen. Also die Holzreifen, die sind der Bringer, sage ich euch. Ganz neu hier haben wir die im Angebot. So, einmal weg damit. So, Holzreifen dran geschraubt. Und dann kriegt er vorne auch noch schöne Holzreifen. Damit rutscht er auch garantiert nicht in die Kurven. So, letztes Ding auch noch rein. Wunderbar. Okay, maybe that'll work, but I feel like we can go even faster. Could you load the 404 with some turbo knobs? The fastest you got. We're right in there. Let's do this. Come on, let's go! Na gut, der Mann will auch noch möglichst schnell werden, das ist ja schon fast hier Cheaten. Deswegen will er hier unser Energy-Zeug haben, das ist ja echt das Übelste, was es gibt. So, wir müssen es hier ein bisschen noch shaken, damit es so rot wird, weil dann haut es wirklich richtig rein. Ich glaube dann, ja, da seht ihr ja schon, da kommt Feuer hinten raus, also der fährt glaube ich seinen Kollegen allen davon. Wenn der nicht das Rennen gewinnt, dann weiß ich auch nicht, dann liegt es vielleicht an den Reifen, aber das weiß ich nicht genau. Komm, wir machen ihm noch mal eine andere Farbe. Passend zu dem Orange dazu. Zum Orange passt eigentlich gar nicht so viel. Vielleicht blau dazu noch. Schauen wir mal, wie blau ausschaut. Ups, ich wollte ihn gar nicht runtersetzen. Ich wollte eigentlich nur noch mal ein bisschen Farbe hier reinhauen. Genau, noch ein bisschen blau machen. Also, ja, das schaut doch gleich viel besser aus, oder? Also dieses blaue und Orange, ich finde, es harmoniert richtig gut. Nur die Reifen sehen halt kacke dazu aus. Aber hey, dafür sind sie. Holzreifen. Wow, ich will mich hier nicht anbrennen. Gefährlich hier. So, Chef. Rechnung gibt es für dich leider auch eine. 2017. Passt ja. Wir haben ja 2017, deswegen 2017 für dich. Interesting. If you're sure this will work, I trust you. Okay, now it's time to win this race. I'm out of here. Let's go. See ya. Wahrscheinlich fährt er einfach gerade auch durch die Wand durch. Boah, sollte auf jeden Fall schnell genug sein mit dem Energy-Zeug. Gesund ist es vielleicht nicht, aber schnell genug. Und weiter geht der Spaß. Wir bekommen bestimmt auch ganz viele neue Kunden, oder? Wer kommt wohl als nächstes? Ah, Hippiebot ist im Anmarsch. Oh, der hat sogar Pizza. Können wir ein bisschen Pizza ihm klauen? Ich glaube, die Pizza esse ich. Cool. Hey, man. Can you help me clean out my traveling van? It's kind of gnarly in there. And I'm picking up some weird vibes. Okay, wir sollen seinen Wagen hier wieder ein bisschen sauber machen. Das nutzen wir natürlich die Gelegenheit und essen erstmal ein bisschen Pizza. Ich meine, wenn es ja schon da drinnen liegt und er es nicht mehr haben will. Wir nehmen es gerne. So, was haben wir sonst hier noch? Können wir das austrinken? Ja, ist wahrscheinlich nichts mehr drin. Das kommt weg. Können wir unseren Kollegen da drüben mal abwerfen? Treffer! Und mittlerweile werde ich besser im Werfen. Und You got anything to help out with the smell? Ah ja, stinkt's da drin schon wieder. Hast du wieder zu viel gepupst? Das kann natürlich sein. Dekor! So. Einen Duftbaum will er herhaben. Was will er denn haben? Ein Baum will er haben. Ein Baum ist doch gut. Oder Donut. Ach komm, nehmen wir den Baum. Das passt ganz gut. Ein bisschen Grünzeug für ihn, für unseren Hippie-Freund. Alright, that's looking a lot better. So, I'm trying to get a fully green, man. Could you switch my battery out to something that really vibes with my style? Okay, er will eine neue Batterie haben. Kann er haben. So, wir können vorne die Blume eigentlich noch draufsetzen. Wow, da hat sogar drei Batterien drin, ne? Elektromotor hier, nicht schlecht. So, raus mit den Batterien. Wir sollen natürlich zu den Parts erstmal. Kann man hier sowas da reinsetzen? Nö. Das geht leider nicht. Ich mach kurz hier wieder auf und tun wir das tun wir nach vorne drauf auf die Motorhaube. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. Achso, wir sollen echt die Blumen da reintun. Okay. Gut. Dann kriegt er ab sofort Blumenenergie. Warum auch nicht? Solange es funktioniert.
So, und dann kriegt er auch noch eine dritte Blume da rein. Kann man das eigentlich da? Ah, nee. Und in der Mitte ein bisschen Atomenergie, oder? Da dreht es doch gleich richtig schnell durch. Saubere Energie. Ach komm, der will saubere Energie. Bitte schön, die sauberste Energie, die es gibt. Nein. Das ist puh, also das, wenn das nicht funktioniert, ey, weiß ich auch nicht weiter. Wunderbar. So. Aber hier haben wir noch was gehabt. Nämlich die Blume wollte ich hier vorne noch draufsetzen. So, schaut doch gleich viel schöner aus, oder? Ich muss die Blumen da rein tun. Na gut, dann tun wir die Blumen halt da rein. Auch recht. Oh, ein bisschen Atomzeug, Atommüll rumwerfen. Ist bestimmt eine super Idee. Gab's im letzten eigentlich gar nichts, wo wir rein. Normalerweise gab's doch immer in jedem Level irgendwas, wo wir was reinwerfen konnten. Ich weiß gar nicht, bei den Fischen wahrscheinlich war das letztes Mal das, was da gezählt hatte oder so. Na egal. Auf jeden Fall, so, jetzt hast du deine saubere Energie. Ich durfte die Atome ja nicht reinbauen. I love it. It's totally green. Na dann. Energie. Viel Spaß damit. Mit deiner neuen Karre. Eigentlich hätte ich noch gerne diese riesige Blume da hinten gehabt, aber mit der hätte ich eh nichts anfangen können, glaube ich. Von daher gibt's für dich nun auch die Rechnung. Eigentlich hätte ich noch ein bisschen warten müssen, weil die Zeit läuft ja runter. 2882 kostet es für dich. Sorry. Alright, human, that looks good. I'll see what I can do about this bill. Na dann, viel Spaß. Ist geil, oben aus dem Auto kommt sein Kopf raus. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.